Hallo, zunächst den Mod-Vorstellung, und zwar heute Marcel Ferguson 8600. Das ist die Version 1.0 und der Gute hat eine Größe von 6 Megabyte. Genau, so sieht er also aus. Hat 240 PS Standard, 630 Liter Sprit und 50 km/h und ist bei den Großtraktoren zu finden. Genau, so sieht er aus. Hauptfarbe könnt ihr ändern in den ganzen Farben hier, was ihr wollt halt, was euch halt am besten gefällt davon. Ne? Alles ist möglich hier. Felgenfarbe könnt ihr auch ändern, ne? Variabel hier. Und die Designfarbe ist dieses da vorne drin. Man kann es ja auch so haben. Ne? Gut, Reifenhersteller wäre mit Trelleborg möglich, Michelin, Mitas, Trelleborg. Trelleborg mit Standardreifen, mit Radgewichte, mit Breitreifen. Breitreifen mit Gewichten, Zwillingsbereifung hinten und vorne, Zwillingsbereifung nur hinten, Standard. Michelin wäre mit Standardreifen, mit Radgewichten, mit Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Standard. Mitas geht mit Standard, mit Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Standard. Genau. Dann haben wir hier noch die Kotflügel zu ändern. Alter Kotflügel. Neue Kotflügel da hinten, also breiter. Ne, ihr seht es hier. Und eine Motorausführung wäre möglich mit 240 PS, 265, 290, 320, 340 und wieder 240 PS. So. Ich habe noch schon einen gekauft. Hier in grün. Gefällt mir jetzt am besten. Der sieht dann halt so aus. Genau. So, hüpfen wir rein. Lenkrad kommt runter beim Einsteigen. Dann könnt ihr bei euch drücken der linken Maustaste, könnt ihr jetzt beispielsweise hinten die, ich wollte gerade sagen, die Tür, die Scheibe eigentlich ohne Probleme hier auf und zu machen. Das klappt ziemlich gut hier sogar. Und mit der anderen, mit hoch und runter, könnt ihr hier praktisch die Fahrertüre auf und zu machen. Geht auch recht schnell vonstatten. Genau, gut. Hupe. Jo, Motor an. Müsste sich eigentlich um den Standardmotor handeln, oder Sound. Nur am Anfang könnte man meinen, dieses leichte Gezuckel, ob das oder ein bisschen länger, ob das original ist, kann ich jetzt so nicht beurteilen. So. Das funktioniert soweit. Na? Das funktioniert also auch. Fronthydraulik hat er ja. Frontheber hat er. Frontlader hat er kein. Und Fronthydraulik hat er dafür. Und es funktioniert soweit auch alles. Genau. Sehr schön. Hier drin auch relativ gut aufgeräumt. Hier kann man sich auch nicht beschweren. Ist überall alles da, wo man es braucht. Genau. Rückspiegel funktionieren nicht ganz. Zumindest der obere. Aber das muss wahrscheinlich so sein. Die zwei äußersten könnte man sagen, die sind in Ordnung. Das passt soweit auch. Fuß wird gedrückt hier. Lenkrad ist schön in der Hand. Das passt auch soweit. Ihr seht das mit dem Fuß, das funktioniert, genau. Rundumleuchten tun auch, gibt es auch keine Probleme. Genau. Sehr schön. Gut. Und als nächstes gucken wir mal kurz in die Nacht rein, wie es aussieht. So, einmal Licht, das funktioniert soweit auch gut. Zweimal Licht hinten, dreimal Licht geht vorne noch ein bisschen was an. Viermal Licht ist alles aus. Blinker auf der einen Seite funktioniert. Blinker auf der anderen Seite funktioniert auch. Warnblinker vorne und hinten funktioniert auch. Sehr schön. Gut. Innen drin
gehen ein paar Lichter an hier. Den Blinker wieder ausmachen hier. Ein paar Sachen gehen an. Beim Motor aus geht dann alles voll schön aus. Das passt soweit auch. So, Logbuch, wie sieht es da aus? Da haben wir keine Fehler drin. Das passt soweit auch hier. Genau, gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Link wie immer unten in der Beschreibung drin, wenn ihr ihn haben wollt. Und da könnt ihr ihn auch runterladen dann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Und bis denne, macht's gut und ciao.